Will der erste FC Bocholt weiter oben mitmischen, muss er heute gewinnen. So die einfache Mission gegen den VDS Nievenheim. Während der erste FC am vergangenen Sonntag in Hilden noch ein Unentschieden errang, ging der andere Oberliga-Aufsteigerverein aus der Stadt Dormagen gegen die zweite des MSV Duisburg mit 3:6 beinahe unter. Ein Sieg also täte beiden Oberliga-Aufsteigern gut. Zunächst aber die Bocholter kommen in den Strafraum der Nievenheimer und Hand! Gerade mal eine Minute gespielt und schon zeigt Schiri Schwertfeger auf den Punkt. Ein furioser Start beim Aufsteigerduell. Kevin Juch soll's richten. Und 1:0 für den ersten FC nach gerade mal 2 Minuten. Na, das fängt ja schon mal gut an. Sehr zur Freude von Manuel Jara. Weiter so, ruft der vom Spielfeldrand und seine Jungs gehorchen aufs Wort. Belagern das Tor der Nievenheimer. Wienhold, Wienhold! 2:0 nach gerade mal 6 Minuten. Die Bocholter erwischen die Nievenheimer eiskalt. Dann aber doch die Gäste mit einem Lebenszeichen. Tolle Flanke jetzt von rechts in den Bocholter Strafraum. Das hätte der Auftakt zu einem spannenden Spiel sein können. Aber die Bocholter wollen sich hier nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen. Jetzt mal mit einem Freistoß. Junker, 3:0, 11 Minuten gespielt und das Ding scheint schon entschieden. Die Nievenheimer jetzt völlig von der Rolle. Erhöhen beinahe selber noch zum 4:0. Machen ihrem Torwart Fabian Ritterbach das Leben wahrlich schwer. Die Bocholter Fans hier am Hünding aber freut's, mit welcher Einstellung ihre Jungs nach dem Unentschieden am vergangenen Sonntag hier auftreten. Und wieder Juch. Juch! Jetzt mal aus dem Spielverlauf mit einem Klasseheber. 4:0. Nein, da brauche ich kein Prophet zu sein. Nach einer Viertelstunde ist das Spiel bereits entschieden. Zu drückend ist der erste FC Bocholt überlegen. Die Nievenheimer können froh sein, wenn das heute nicht zu einem Debakel ausartet. Denn danach sieht es aus. Und Cindy. Pah! Latte. Mann, was hätte der Iraker sein erstes Tor verdient nach seinem gelungenen Einstand bei den Schwatten. Jetzt aber dann doch nochmal die Nievenheimer. Wagen sich tatsächlich in Bocholts Hälfte. Nur knapp verfehlt Kevin Scholz das lange Eck. Und kurz darauf wieder Cindy. Cindy? Ah, nein. Aber vielleicht in der zweiten Hälfte. In der Kabine wird Trainer Jara wohl keine Drinks mit Schirmchen gereicht haben. Denn die Bocholter machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber auch die Nievenheimer mit Ballkontakten wollen hier endlich auch mal treffen. Aber keine Gefahr. Stattdessen die Bocholter. Katz und Maus spielen die Bocholter jetzt mit ihnen. Juch mit der Ecke. Kommt nicht an. Rekas völlig frei und... Rekas zum 5:0. Auch er füllt sein persönliches Torekonto auf. Es scheint fast so, die Reda Kirmes wäre für einen Moment zum Hünding gewandert. Volksfeststimmung bei den wackeren Fans, die sich von dem durchwachsenen Wetter nicht abhalten ließen. Aber war es das schon? Mitnichten. Wienhold zum zweiten. 6:0. Nievenheim jetzt klinisch tot. Noch 20 Minuten zu spielen. Wie sehr sehen die Nievenheimer jetzt schon den Schlusspfiff herbei? Schliesing, Schliesing, 7:0, was für ein Spiel. Und immer noch die Bocholter. Die paar hundert Fans am Hünding sind aus dem Häuschen, können gar nicht glauben, was sie hier für den Eintritt bekommen. Und noch ist es nicht vorbei, nur 5 Minuten später Ecke. Michael Junker wird zwar bedrängt, aber auch der ist drin. Michael Junker mit seinem dritten Saisontor und dem 8:0. Kaum zu glauben, 83 Minuten gespielt. Klar zeigt der Aufsteiger von der A heute ein Ausrufezeichen. Zeigt, dass er mitspielen kann. Ist nach dem heutigen Spieltag sogar Tabellenzweiter. Aber was ist das wert? Die echten Gegner kommen ja alle noch. Wie zum Beispiel Krefeld-Fischeln oder die Amateure vom MSV Duisburg oder Rot-Weiß-Oberhausen.
Nievenheim, das wissen die Bocholter auch, ist nicht das Maß aller Dinge. Auch nicht Bösinghofen, das am nächsten Spieltag, allerdings erst in 14 Tagen, hier am Hünding zu Gast sein wird. Nun, hier und heute ist erst einmal Schluss. Und die Nievenheimer haben es überstanden. Sie müssen einem ja schon fast leid tun. Die ein oder andere Chance haben sie sich zwar immerhin erkämpft, aber das Torverhältnis ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Aufsteiger. Manuel Jara jedenfalls sucht nach tröstenden Worten. Gut, sie kamen schon etwas spät an hier in der Vorbereitung aufs Spiel. Muss nichts heißen, aber wurden dann ja in einer Viertelstunde überrollt, muss man ja fast sagen, mit der Elfmetersituation. Die nächsten Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte, dann stand es ja schnell 3-4-0. Dann hat sich das Spiel ein bisschen beruhigt dann über 20, 30 Minuten. Nievenheim hatte auch zwei, drei Chancen in der ersten Halbzeit. Und gut, wir konnten dann nochmal gezielt wechseln in der zweiten Halbzeit. Ich habe den Spielern gesagt, wir müssen weiter das Tempo hochhalten, weiter versuchen, Tore zu schießen, um den Zuschauern auch was zu bieten, um selber Stress vom 16er wegzuhalten. Und das haben sie gut umgesetzt. Ja, so hoch habe ich auch noch nicht gewonnen. Also ist schon dann irgendwo auch eine klasse Unterschied da gewesen. Zwei Tore gemacht, Endstand 8-0 gegen Nievenheim. Ja, besser hätte das Heimspiel heute nicht laufen können, oder? Naja, auf gar keinen Fall. Und wenn man sieht, wie man die ganzen 90 Minuten aufgetreten ist, war das schon sehr gut. Egal, nach dem 5-0, 6-0 hatten wir immer wieder Lust weiterzuspielen. Hat man ja auch gesehen. Ne? Und ich meine, im Endeffekt ist es dann natürlich schön, wenn man 8-0 gewinnt. Und so kann es weitergehen. Wie hast du die Partie gesehen? Du hast im Mittelfeld die Fäden gezogen, wie gewohnt. War vielleicht auch der frühe 1-0-Treffer, ich glaube nach 30 Sekunden, ausschlaggebend dafür, dass es am Ende so hoch wurde? Oder was, woran machst du den hohen Sieg fest? Ja, natürlich. Also ich kann mich erstmal nur dem anschließen, was Kevin schon gesagt hat. Wir haben natürlich einen überragenden Start hingelegt. Danach spielt es sich natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir eine unheimlich heiße Truppe haben, die auch nach 4 oder 5 oder 6-0 nicht aufgehört hat zu spielen. Und wir hatten uns vorgenommen, zu Null zu spielen. Ist uns gelungen, auf jeden Fall eine gute Sache. Und dass heute so mal der Knoten nach vorne geplatzt ist, freut mich ungemein. Und ich muss auch sagen, es freut mich riesig für Kevin, dass er heute nach dem Einsatz so eine gute Leistung gezeigt hat und sich mit zwei Toren auch letztendlich belohnt hat. Jetzt habt ihr in den ersten vier Partien noch kein Spiel verloren. Jetzt gibt es erstmal eine etwas längere Pause. Was ist noch drin oder was ist euer zwischenzeitliches Fazit für den Oberliga-Start? Also wie habt ihr bisher die Saison erlebt? Ja gut, also der Start hätte natürlich nicht viel besser ausfallen können für uns. Klar, 1-1 in Hilden, da haben wir zwei Punkte, ich finde, dann hergeschenkt, weil das war ein gefühlter Sieg mit dem Tor in der 90. Minute. Aber ja, auf den 10 Punkten, die wir jetzt auf 4 Spieltage haben, kann man natürlich gut aufbauen und ich bin auch relativ zuversichtlich für die nächsten Aufgaben, die da kommen. Ein echtes Torfestival, das hungrig macht auf mehr. Vielleicht ja in 2 Wochen gegen Bösinghofen. Aber die dürften jetzt vorgewarnt sein vor den Bocholtern, die spätestens morgen wieder auf den Boden zurückkehren sollten. Heute aber bleibt erst einmal Zeit zum Feiern.